und jetzt hat man ja Warnstreiks angekündigt. Wie viele Betriebe sind denn von diesen Warnstreiks betroffen? Naja, im Wesentlichen geht es natürlich um ganz viele Betriebe in der gesamten Metallindustrie. Wir haben de facto rund 350 Betriebe, die jetzt diese Eskalationsstufe betreiben. Das Wesentliche dabei ist, es obliegt ja bereits jetzt schon im Verhandlungsreigen, der was über eineinhalb Monate ziehen, wo die Arbeitgeber einfach nicht bereit sind, dementsprechendes Angebot zu machen, was zum einen die Preissteigerungen abgilt und was natürlich auch diesen hervorragenden und unglaublichen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen in die Betriebe abgeltet. Und die viele Gespräche, viele Verhandlungen haben stattgefunden. Gerade erst jetzt, jetzt in der letzten Nacht eine 13-stündige Verhandlung, wo die Arbeitgeber sie de facto nicht wirklich weiter bewegt haben. Und somit war es tatsächlich notwendig und das Verhandlungsteam hat das einstimmig beschlossen, dass weitere Maßnahmen gesetzt werden müssen. Die Kolleginnen und Kollegen, die was tatsächlich betroffen sind von diesem Kollektivvertragsabschluss, der übrigens ja mit 1. November sollte die Lohnerhöhung ja de facto auf den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen. Und das ist jetzt nicht mehr gegeben und jetzt hat man natürlich dementsprechend eine andere Gangart anlegen müssen. Und können Sie noch verraten, wann die Streiks kommen und wie lange sie andauern werden? Können Sie da schon einen Ausblick geben? Also der wesentliche Punkt war ja, dass bereits in der vergangenen Woche die Kolleginnen und Kollegen über den aktuellen Verhandlungsstand informiert wurden. Gestern hat es eine ganz wesentliche Kollektivvertragsrunde mit dem größten Fachverband, mit dem Fachverband der metalltechnischen Industrie gegeben, die es absolut enttäuschend war, was da die Arbeitgeber geboten haben. Auch heute haben wir einen Verhandlungsreigen hinter uns, wo in den anderen Fachverbänden. Und jetzt ist es an der Ordnung, dass in diesen Betrieben diese Betriebsversammlungen wieder mit aufgenommen werden, die bereits vorige Woche begonnen haben. Die werden jetzt wieder aufgelebt sozusagen und gingen in einen Warnstreik, einen bis zu dreistündigen Warnstreik über und das in der gesamten Republik verteilt in allen Bundesländern. Also kann ich das jetzt so verstehen, dass die Streiks jetzt quasi wie jetzt schon die Informationen sind, mit morgen beginnen und dass es quasi auf ein Open End hinausläuft, bis die Arbeitgebervertreter einlenken? Also die Vorgehensweise ist so, dass bereits die ersten 50 Betriebe heute Betriebsversammlungen und Warnstreiks abgeführt haben. Morgen und übermorgen folgen die restlichen Betriebe auf die rund 350 Betriebe, die dementsprechende Maßnahmen setzen. Ganz ein wesentlicher Punkt unseres Verhandlungszieles ist natürlich ein weiterer Verhandlungstermin. Die Arbeitgeber haben uns keinen weiteren Verhandlungstermin bis dato gegeben. Wir stehen von seitens der Gewerkschaften, Gewerkschaft Pro G und Gewerkschaft der Privatangestellten Tag und Nacht für Verhandlungen zur Verfügung, insbesondere auch über die Wochenendstunden. Und wir werden sehen, wenn die Arbeitgeber hier nicht einlenken und wir einen dementsprechenden Verhandlungstermin bekommen, werden wir natürlich in der kommenden Woche die Gangart verhärten müssen und wir sind dann gefordert, ab Dienstag in der kommenden Woche die nächsten Schritte zu setzen und in befristete Streiks überzugehen.